Dann jetzt mal sehen. Pozniak hat den größeren Druck auszuhalten. Aber so wie er über die 120 Minuten spielte, bin ich mir eigentlich sicher, dass er ihn verwandelt, weil er sehr starke Spiel eben geliefert hat. Die Entscheidung steht bevor. Gehalten! Und wie! Super Parade von Zimmermann. So kann man sich täuschen, ne? Dieses Spiel, diese drei Spieler haben sowieso alle Vorhersagen über den Haufen geworfen. An sich gut geschossen, Zimmermann mit der Nase. Nicht ganz platziert genug, sicher. Ja, der Torhüter, der bewegte sich relativ früh. Wenn er aufschaut, kann er ihn in die andere Ecke legen. Peter Lux mit der Verantwortung. Tor! Ja, cool, cool gemacht. 1:0 für Waldhof Mannheim. Das erste Tor nach 120 Minuten. Uwe, schreien die Fans und meinen Torwart Zimmermann, der jetzt gegen Uwe Kuhl antritt. Kann also auch der Schütze gemeint gewesen sein. Tor! Knapp dran, Zimmermann. 1:1. Boah, ja, war so wollte Pozniak wahrscheinlich auch schießen. Der halbe Meter hat gereicht. 1:1. Manfred Bockenfeld gegen Rainer Berg. Kurz entschlossen. Vorbei! Er war zu lässig. Muss das wehtun. Ja, da kann er sich die Haare raufen. Uwe Schremel mit der Chance. Tor! 2:1 für Darmstadt. Sehr sicher verwandelt. Keine Chance für den Torwart. Boah, was fallen da für Lasten ab? Nochmal Wiederholung. Als Ersatzspieler. Super. Mit dieser Verantwortung. Unhaltbar. Bührer jetzt. Karl-Heinz Bührer. Mit ungeheurer Verantwortung. Kapitän für den seit 10 Tagen verletzten Roland Deckgießer ist er im Spiel nicht zu sehen gewesen. Und jetzt? Tor. Schön gemacht von Bührer. Ja, das zeichnet auch Torjäger aus, da sieht dass man, er dann im entscheidenden Moment die Nerven behält. Jawohl. 2:2 steht's. Hier nochmal Wiederholung. Ja, hier sieht man ja schon, er wartet, bis der Torwart sich bewegt. Das ist die Kunst. Guang Minggu. Tor. Ganz sicher. 3:2 für Darmstadt und da freut er sich und mit ihm die rund 5.000 unter den 17.000 hier im Ludwigspark. Die 5.000 aus Darmstadt. Ja, hier nochmal Wiederholung. Ja, ohne Chance, der Torwart. Was müssen die Jungs froh sein, die schon geschossen haben und verwandelt haben. 3:2 für Darmstadt. Martin Trieb schießt. Weit drüber. Martin Trieb. Ob's das schon war? Ob's das schon war? Felix Latzke kann's nicht fassen.
Karl-Heinz Emich mit der Chance zum Sieg. Nochmal Trieb. Was hat er sich dabei gedacht? Ja, so hier sieht man, das Tor ist so groß und dann plötzlich für den Schützen wird es so klein. Karl-Heinz Emich, ausgerechnet der Überragende. Gehalten! Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Emich verschießt Zimmermann. Fabelhaft. Was für Nerven hat also dieser Keeper. Es ist wirklich grimmig. Es ist so spannend. Aber er war zu lässig im Anlauf. Boah. Er hatte es auf dem Fuß. Was mag er jetzt denken? Jogos. Weg mit dem Trikot. Und es geht weiter. Cvetkovic. Tor. Cvetkovic hat die Nerven. Ganz cool, der Jugoslawe. Stark. Der Spielstand 3:3. Ja. Drei zu drei der Spielstand. Die ersten fünf haben geschossen. Die nächsten müssen bestimmt werden. Sie wissen, liebe Zuschauer, die Regeln. Jetzt wird bis zur Entscheidung geschossen. Nicht erneut fünf, sondern bis zur Entscheidung. Rainer Scholz läuft zum Ball. Unter den ersten fünf hat er uns selbst erzählt, ist er nicht. Er hat schon fast geahnt, dass er eventuell trotzdem ran muss. Er muss. Er ist eigentlich jetzt unsicher von seinem Interview, von seiner Aussage. Aber ganz sicher. Treffer. 4:3 für Darmstadt. Mit vollem Risiko, das 4:3, der Jubel, Ulf Queißer mit der Verantwortung. Was für eine Last. Ulf Queißer in seinem letzten Spiel für Darmstadt, für Mannheim natürlich. Und jetzt kann es vorbei sein. Oder auch nicht. Tor! Boah. 4:4, Ulf Queißer. Ah, er schielt in eine Ecke und nimmt die andere. Den alten Trick. Willi Bernecker ist der Nächste. Uwe, die Anfeuerung für Zimmermann, der so toll gehalten hat. Gegen Willi bald Bernecker, den Ältesten. Drüber! Ja. Boah! Ausgerechnet Bernecker, der erfahrenste. Willibald nimmt's leicht, möchte man sagen. Ja, war schwach geschossen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und Bernd Klotz. Bernd Klotz ist es, der zum Helden werden kann. Bernd Klotz. Der nach so langen, monatelanger Pause die Chance hat. Hier zum Matchwinner. Er nutzt sie. Tor! Die Entscheidung für Waldhof Mannheim durch Bernd Klotz. 5:4 im Elfmeterschießen. Ja, von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an Waldhof Mannheim. Sie waren ihm um den einen Elfmeterpässe. Und wir sehen uns in der Bundesliga am Millerntor. Glückwünsche vom FC St. Pauli an Mannheim. Da ist er, der Held des Tages. Bernd Klotz, wer hätte das gedacht? Monatelang spricht kein Mensch von ihm. Und dann macht er ihn mit Auge rein. Sehr sicher. Nochmal die Sekunde der Entscheidung. Hier ist sie.
Erinnert mich ein bisschen an Rubisch gegen Frankreich. Auch ein Nicht-Techniker, der die Entscheidung bringt. Toll. Aber da hat er die Nerven behalten. Eine Solo-Ehrenrunde. Meine Güte. Ich habe vorher noch mit Felix Latzke gesprochen. Was machen Sie eigentlich mit dem Klotz, der ja keinen Vertrag mehr bekommen soll, wenn er heute hier die Entscheidung bringt? Und er sagt sagt der Latzke, ich weiß es nicht, im Fußball ist alles möglich. Dem kann ich mich nach diesen drei Spielen nur anschließen. Schorsch Volkert, vielen Dank. Klaus Ebeck, hey. Dein Turn. Klaus Ebeck, bitte. Das Spiel ist ab.